Hi Locos und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin zurück aus Dänemark und zurück im FIFA-Karrieremodus. Aber nicht normale Karriere, denn ich erstelle mich selbst im FIFA-Karrieremodus. Lass deinen Daumen nach unten da und viel Spaß mit dem Video. Spielerkarriere natürlich. Wir erstellen unseren eigenen Spieler und zwar mich. Wir nehmen also den, der mir am meisten ähnelt. Und versuchen ihn noch so ein bisschen zu verbessern. Ich werde alles echt machen, also alles so realistisch wie möglich. Hamed ist mein Name, mein Nachname. Möchte ich geheim halten, deswegen gehen wir mit Loco, alias Hamham. Kommentarname, Abdi finde ich gut. Abdi als Kommentarname. Die 10 wäre am sexiesten, aber ich hatte immer die 8 früher. Und deswegen behalte ich die 8, obwohl, was steht auf meinem Leipzig-Trikot jetzt? Das wird unsere Nummer. Die 69! Ja! Ja! Ja, was ist 69 nochmal? Das ist 69. Okay, wir nehmen die 69, auch wenn ich früher die 8 hatte. Wir bleiben bei meiner einen Nummer. Land Deutschland, ja. Und Geburtsjahr ist 2000. Ich habe im April Geburtstag, 6. April. Okay. Größe sind wir bei 1,86 und Gewicht. Ich weiß nicht, ob ich da ehrlich sein will, um ehrlich zu sein. 90 Kilogramm. Position, Sturm, ganz klar. Starker Fuß ist rechts. Alles richtig. Und jetzt müssen wir versuchen, mich so gut wie möglich hinzubekommen. Wir fangen an mit der Hautfarbe. Wir vergleichen einfach immer direkt. Bisschen heller. Das wird schon hinkommen, finde ich. Ich finde, das hier passt perfekt. Jetzt noch Gesicht. Meine Nase. Das ist meine Nase normal. Und das ist meine Nase, wenn ich nach hinten gehe. Also ich habe eine richtige Schweinsnase. Und ich könnte jetzt auch theoretisch den hier machen. Und ich kann die auch weit öffnen. Ich bin fast gestorben dabei, ich bin ehrlich. Okay, wir brauchen also eine breite Nase auf jeden Fall. Die hier. Ja, die ist es. Augen? Meine Augen sind, glaube ich, so normal, würde ich sagen. Ich würd sagen, ich habe ziemlich normale Augen. Ja, das nehmen wir einfach direkt. Meine Augenbrauen? Ich habe auch normale Augenbrauen, würde ich sagen. Lange Augenbrauen, also meine sind sehr lang, finde ich. Vor allem die hier, irgendwie ist länger als die, hä? Warum ist die so kurz im Vergleich zu der? Die muss ein bisschen dicker sein, die hier. Ja, die ist es. Mund. Mein Mund würde ich so... Guck mal, irgendwie ist meine Oberlippe so ein bisschen Missgeburt. Aber ich mag die. Aber ich habe so keine Oberlippe. Also ich brauche auf jeden Fall einen Mund so ohne Oberlippe. Meine Unterlippe ist normal, würde ich sagen. Ich würde sagen, die ist relativ normal. Also, oder das hier? Die! Ja, die ist es. Wangen und Kiefer? Ich würde sagen, ich habe schwierig. Ich finde Wangen und Kiefer finde ich schwierig. Weil ich gucke mir ja niemals meine Wangen und mein Kiefer an. Aber ich würde sagen, schon eher kantig. Ja, doch, das! Das ist es. Kinn? Ich habe ein Arschkinn. Hier ist so ein leichter Ritz. Das erinnert mich ein bisschen an Kim Crimson. Aber es ist sehr sexy, habe ich mir sagen lassen. Ich brauche ein Arschkinn. Es gibt keine Arschkins. Das ist respektlos gegenüber Leuten mit Arschkins. Soll das etwa heißen, das ist abnormal? Es ist auch irgendwo rassistisch. Ja, rassistisch. Okay, meine Ohren. Ich habe sehr, sehr lange Ohrläppchen. Seht ihr das? Seht ihr das? Das ist schon sehr, sehr lang, finde ich. Lange Ohrläppchen brauche ich. Die sind sehr lang. Die nehme ich auch, glaube ich, einfach direkt, oder? Okay, ich nehme die hier. Oh, Haare ist wichtig. Ich hoffe, die haben meine Frisur. Ich hätte auch nichts gegen ein Haarband, weil das habe ich auch oft an. Das ist meine Frisur. Das bin ich. Okay, Accessoires gibt es noch. Oh, Haarband. Das habe ich oft an eigentlich. Das können wir nehmen. Das finde ich passt. Haare haben wir. Bart habe ich schon. Ich habe ein bisschen Bart bekommen. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Das ist schon, ich würde sagen, ungefähr auf dem Level. Ja, und hier habe ich auch ein bisschen mehr, muss man sagen, als der. Oha, niemals etwas weniger. Digga, ich habe ein Vollbart. Das sieht hässlich aus. Das sieht, ja... Es sieht schon ähnlich aus wie mein Bart. Oh, Mann. Warum kann ich nicht gut aussehen? Okay, jetzt darf ich mir alles aussuchen. Ich habe mein Trikot, hatte ich immer in der Hose. Ich war der Einzige, der das in der Hose hatte. Trikotärmel hatte ich nur kurz, weil wir hatten nur diese Trikots. Schuhe. Okay, ich hole mal kurz meine Schuhe. Und nur Brecher haben solche Schuhe. Wenn du ein Brecher im Fußball bist, dann hast du genau diese Schuhe hier. Das Einzige, was sind das für Schuhe? Opa. Mundial. Das Einzige, was mir fehlen, sind Eisenstollen. Die braucht man noch. Und dann ist man ein richtiger Brecher. Aber Coupa Mundial, wenn es die geben würde, das wäre krass. Ja, ich habe die hier jetzt genommen, weil die am ähnlichsten dran sind. Wieso kann man die Mundial hier nicht auswählen? Das sind die coolsten Schuhe von Adidas. Okay, Handschuhe hatte ich keine. Hat kein Geld für Handschuhe. Und ich hatte auch kein Geld für irgendwas anderes. Okay, ja, das passt. Animation, okay. Torjubel. Was gibt es für Torjubel? Das will ich jetzt sehen. Es gibt den Messi. Der Vatos Locos wäre cool, aber den gibt es, glaube ich, noch nicht.
Der sieht cool aus bisher, der ist der kühlste. Der ist es. Pfeife, was ist denn Pfeife? Nein, der ist es. Ah, wie wir anlaufen. Ich bin immer so angelaufen. Das haben mir viele nachgemacht irgendwann. Ich sehe auch immer richtig viele, die so anlaufen. Das war so eine Art, bin ich immer angelaufen, wenn ich Freischuss oder so geschossen habe. 11 Meter. Da so ungefähr auch dasselbe. Und dann jetzt noch Laufstil. Ist das ein Lauf für Frauen? Oder? Was ist das hier? Das hier, das ist männlich. Die Walze. Ja, wir nehmen die Walze, das ist männlich. Gibt's noch was Männlicheres? Ja, der Panzer. Der Panzer ist es. Wir haben alles fertig. Jetzt ist halt die Frage, zu was für einem Team wir gehen. Oh, nein. Der Leipzig. Ich würde mit einem Kunku spielen. Ein Kunku und Hamed zusammen. Spielschwierigkeit. Komm, Amateur. Wir trauen uns das. Immer so kurz wie möglich. Gameplay ist nicht das Coolste in FIFA. Let's go. Und jetzt dürfen wir unsere Stärken aussuchen. Ausdauer war nie meine Stärke. Stärke war meine Stärke. Da kann man auch im Dribbling. Ich habe immer sehr gut gedribbelt, vor allem in der Schule. Deswegen nehmen wir Dribbling auf jeden Fall sehr viel. Passen habe ich nicht oft gemacht, aber meine Pässe waren gut. Und Schuss. Jetzt haben wir alles. Was haben wir denn für ein Rating? 70 nur? Ernsthaft? Warum haben wir nur 70er Rating? Oh nein. Nicht, dass wir da nicht mal mitspielen jetzt. RB Leipzig setzt auf Youngster. Das ist mein Trikot! Training müssen wir am Anfang einstellen und auch spielen, damit wir immer ein A bekommen. Das habe ich gehört. Jawohl! Seht ihr dieses Dribbling? Das ist Hamed Hamed Loco! Wow! Wow! B ist okay, B nehme ich mit. Safe mehr, als ihr alle geschafft hättet. Oh, fuck. Oh, Chat ist so schwer. Ja! Das war grandios. Eine 1. Weil ich gut bin in FIFA. Ich hatte mir auch schon überlegt, ob ich es wohl schaffen könnte als E-Sportler, wenn ich nur FIFA spielen würde. Ich glaube, ja. Levelaufstieg direkt. Und 3 Skillpunkte. Karriere ist ja ganz anders geworden. Die schnappe ich mir direkt. Ausdauer darf ich mir eigentlich nicht geben, aber wir müssen ein bisschen Ausdauer haben, weil wir so fett sind, leider. Gib mir ein bisschen Stellungsspiel offensiv. Tempo habe ich ganz vergessen. Okay, immerhin. 68 Antritt habe ich. 68. Nein, das ist komplett scheiße. Ich wiege 90 Kilo. Wie kann ich nur 68? Also, ja, okay. Macht Sinn irgendwo zu meiner Gewichtszahl, aber es macht alles nur viel schlimmer. Ich bin eh schon dick. Wenn ich dann noch so wenig Tempo habe, ich würde sagen in Real Life 87 Tempo oder so. Habt ihr mich schon mal laufen sehen? Passiert nicht oft, aber wenn ich laufe... Okay, erstes Spiel, bin ich mit dabei? Ich bin mit dabei! Hä? Was habe ich denn für eine Position? Wo ist mein Freund Nkunku? Da, Nkunku, was geht? Was geht, Nkunku, alles klar bei dir? Ja, willst du aber mich auch fragen, ob es mir gut geht? Und let's go! Und let's go! Spiel zu mir jetzt, spiel zu mir! Spiel, ja! Schuss! Nein! Oh, nein! Oh, das war die erste Chance, um mich unsterblich zu machen bei dem Verein. Ich wäre Fans-Favorite geworden. Ich habe aus Versehen gepasst. Nkunku, zu mir! Was machst du? Zu mir! Ey! Nkunku, Mann! Meine Mitspieler sind einfach keine Mitspieler. Die spielen gegen mich. Die merken, ich bin gut und die haben Angst, dass da André Silva seinen Platz verliert. Ja, ich merke schon. Deswegen gebe ich den Ball jetzt auch nicht mehr ab. Und zack, erster Spieler weg. Ja, und jetzt ist sie meine Chance da und... Tor! Tor! Wer ist die neue Nummer 1 in Leipzig? Es ist Ham. Wow, jetzt nochmal in der Wiederholung. Sehen wir... Wie einer versucht, Hamed den Ball zu klauen, aber Hamed sich den Ball schnappt und das Ding verwandelt im Winkel. Und das einzige Tor, muss man sagen, wir spielen gerade gegen Tottenham. Man muss auch mal reingehen. Ohne Spaß, ich kann mir diese Kacke nicht geben. Ich bin der Einzige, der kämpft. Kommen wir noch einmal vors Tor? Es könnte sein, ja? Das letzte 1 gegen 1. Oh! Ja! Nimm das, Loris! Nimm das! 2 Tore! Loris, wer? Oh, nass gemacht. So mache ich immer normalerweise nur Frauen nass. Guck, ich krieg direkt eine Faust. Ich bin Player of the Play geworden. Was will man mehr? Jetzt die Frage, bin ich Starter? Ich bin Auswechselspieler immer noch. Und das war's mit der ersten Folge von Ham in FIFA. Schaltet nicht ein in der zweiten Folge. Mario Gomez. Aber warum hat er Serie A als Mannschaft? Er hat doch bei Stuttgart gespielt. Hä?
Hey, er ist aber nicht der Fetteste. Ich war sogar mal im Club mit Gomez. Und zwar war das beim DFB-Pokal-Vlog. Da gab's danach noch eine Aftershow-Party und da ist Gomez. Wollte so an mir vorbei mit seinem Getränk. Und ich pack ihn so an den Arm und guck so hoch, weil er ist echt groß, Gomez. Und dann habe ich gesehen, dass Mario Gomez ist. Das ist schon lustig.